Dann werden wir also beginnen. The Last of Us, und ich freue mich schon sehr auf dieses Spiel mit euch zu beginnen. Dann werden wir ein neues Spiel beginnen. Und wenn wir es auf leicht spielen, oh, werden wir ganz einfach drüber speichern. Weil das, glaube ich, habe ich eh doppelt. Ah, nein. Hier drüber speichern. Speichern erfolgreich. Dann werden wir ein neues Spiel beginnen. Ein sehr mystischer Anfang eigentlich. Relativ interessant dann. Ja, was ist zu dem Spiel zu sagen? Eigentlich war es eigentlich ein gutes Spiel. Wenn die Welt, wie du sie kennst, verschwunden ist, die Grenze zwischen richtig und falsch verschwimmt und jeden Tag dem Tod ins Auge sehen musst, was würdest du tun, um zu überleben? Möchte man sagen, für Joe geht es jeden Tag nur darum, das eigene Überleben zu sichern, bis Ellie in sein Leben tritt. Ihre Reise durch die Ruinen der USA bringt sie an Grenzen ihrer Menschlichkeit und fordert ihren Überlebenswillen immer wieder ans Neue heraus. Ich begrüße euch bei Last of Us. Tommy, hör mir zu. Er ist der Lieferant. Er ist der Lieferant, okay? Ich brauche den Job. Ich verstehe. Lass uns morgen früh drüber reden, okay? Wir reden morgen früh. Okay, bis dann. Hey. Rutsch mal. War ein harter Tag, hm? Warum bist du noch wach? Es ist spät. Oh nein, wie spät ist es? Du solltest schon längst im Bett sein. Hauptsache, es ist noch heute. Kleines, bitte nicht jetzt. Ich habe keine Energie dafür. Hier. Was ist das? Dein Geschenk natürlich. Du redest dauernd von deiner kaputten Uhr. Da dachte ich, naja. Magst du sie? Kleines, sie ist Was? Schön, aber ich glaube, sie ist stehen geblieben. Was? Nein, nein, nein. Oh, haha. Wo hast du das Geld dafür her? Drogen. Ich deale mit harten Drogen. Oh gut, dann kannst du helfen, das Haus abzubezahlen. Ja, bestimmt. Das war jetzt irgendwie wirklich krass. Ja. Irgendwie hört sich das Spiel. Ja, seine kleine Tochter. Irgendwie ein Wahnsinn, das Spiel. Irgendwie ein Ach, meine Kleine. Wahnsinn, der Anfang. Wenn man denkt, irgendwie auch ein Wahnsinn. Hallo? Sarah, Kleines, du musst mir deinen Daddy geben. Onkel Tommy, wie viel Uhr ist es? Ich muss dringend mit ihm sprechen, also. Onkel Tommy? Hallo? Wahnsinn. Wahnsinn. Was ist denn da los?
Das ist jetzt eine gute Frage. Was da los ist? Down of the Wolf. Also dieses Plakat ist ja auch ein Wahnsinn. Ja. Darf tot sein. Es ist tot. Es ist tot. Schauen wir mal, welche Funktionen das wir hier haben. Mal nix. Zum Anfang hast du wahrscheinlich eh nix. Was haben wir hier? Da haben wir ein paar Fotos. Ein paar Posters für ein Mädchen. Warte mal, was haben wir hier? Oh, was haben wir hier? Eine Zeichnung. Ach, verdammt. Ich habe mich total vergessen. Ah, das müssen wir aufbladeln. Lieber Papa, also schön, du bist nie da. Du hast die Musik, die ich höre, du verachtest die Filme, die ich mag. Trotzdem schafft es jedes Jahr aufs Neue, der beste Vater zu sein. Wie magst du das? Alles Gute zum Geburtstag, Babs. Hab dich lieb, Sarah. Na, da kann man schon was sagen. Der Typ, eigentlich eine sehr leibende Einrichtung. Da hat sie CDs. Keine Ahnung. Für was, was hat sie da? Hat sie einen Fußballclub direkt zu machen, ist da eigentlich nicht viel. Schade eigentlich, dass man da nicht hintergehen kann, aber hey, da wird draußen, ne. Ein kleines Mädchen ganz alleine hier in diesem Haus. Ganz unentschrocken geht sie nun heraus. Dad? Wir müssen also. Wir suchen den Vater. Ja, mal schauen, ob der überhaupt da ist. Aber zuerst schauen wir sich das Ganze da genüsslich an. Ah, hohe Aufnahmezahlen in örtlichen Krankenhäusern. Anstieg von 300% aufgrund mysteriöser Infektion. Die behördliche Lebensmittelüberwachung vergrößert der Liste der kontaminierten Früchte. Riesige Rückrufaktionen erwartet. Polizei. Verwirrte Frau tötet ihren Mann und drei weitere Personen. Oh. Eigentlich irgendwie praktisch hier eingerichtet. Badewanne und Dusche in einen. Da kann man nicht viel machen, glaube ich. Aber das fängt ja schon ganz lustig an, das Spiel. Daddy? Fängt schon sehr lustig an. Bist du hier? Im Zusammenhang mit der landesweit ausgebrochenen Pandemie. Wo bist du? Uns erreichen Berichte, dass die Opferinfektion zu erhöhter Aggressivität leiden. Das ist in der Nähe. Und, du kannst jetzt die Nachrichten anschauen. Es scheint, dass die Soldaten hinter mir. Da wird bereits von dieser Infektion. Was war das? Oh Gott. Berichtet. Dad? Ja, da geht's schon richtig lustig zu. Da geht's schon richtig lustig zu. Aber die Grafik ist ein Wahnsinn. Das ist echt krass. Das ist echt krass gemacht.
Was ist bloß los? Das habe ich mir auch gefragt. Das frage ich mich auch schon die ganze Zeit, was da los ist. Das frage ich mich auch, Mädchen. Das könnte eigentlich ein Wahnsinn, die Einrichtung da. Zu ausgehen? Nein. Eh besser, sie geht nicht raus. Sein Telefon. Ja, es wäre besser gewesen. Stötter. Ich komme heute spät nach Hause. Du kannst dir Essen bestellen. Wir sehen uns morgen. Papa. Ah, was ist wo da wirklich? Ist er? Ja, das frage ich mich auch. Wo er ist? Was ist da los? Acht Anrufe. Verdammt, wo bist du? Ruf no an. Signal. Bin auf dem Weg. Das gehört. Was haben wir hier noch? Eigentlich eine ganz gemütliche Gegend da. Echt krass. Da kann man ja nichts nehmen. Das dürfte das Arbeitszimmer von ihm sein. Oh, da ist er. Da bist du ja endlich. Sarah, bist du okay? Ja. Was ist also hektisch? Da geht jemand drin. Nein, wer sollte hier reinkommen? Halt dich von den Türen fern. Bleib einfach zurück. Dad, irgendwie machst du mir Angst. Was ist denn los? Sind die Coopers? Stimmt nicht mit ihnen. Ich glaube, sie sind krank. Sie sind krank? Ach du Scheiße. Jim! Dad! Jimmy, komm her, komm her! Ach du heilige Scheiße. Nein! Geh! Du hast ihn erschossen. Sarah. Ich habe ihn heute Morgen gesehen. Hör mir zu. Hier geht was Schlimmes vor sich. Wir müssen hier raus. Hast du verstanden? Ja. Tommy, los. Ach du heilige Scheiße. Was ist da jetzt wirklich? Wer ist das jetzt wieder? Keine Ahnung. Oh, verdammt, was? Weißt du, was hier draußen los ist? Lasst uns einfach abhauen. Oh, Scheiße. Da ist überall Blut. Gehen? Anscheinend sind so gut wie alle in der Stadt durchgedreht. Irgendein Parasit oder sowas. Ganz gut. Machst du das Radio an? Ja, klar doch. Danke. Das ist recht interessant, jetzt die Flucht. Super. Eben noch hat der Sprecher ballert. Wo soll er hin? Ja, da scheint eigentlich jeder alle normal zu sein. Kein Zugang zu Travis Cousin, so schnell wie möglich weg. Die 71 nehmen. Aber der. Viele sind dann gestorben. Man fragt sich jetzt natürlich, was los ist. Aber es ist da eine Infektion ausgebrochen. Ja, auf gut Deutsch. Bei Walking Dead, ne? Das ist die Walking Dead-Antwort. Faktisch. Das ist Louis Farm. Am Anfang hast du nicht sehr viel zu tun. Sind wir krank? Das ist. Nein, natürlich nicht. Woher weißt du das? Sie sagten, es sind nur ein paar Leute in der Stadt. Nicht hat Jimmy hier. Nicht in der Stadt gearbeitet? Hat er, das stimmt. Alles gut. Glaub mir. Es ist wichtig, die Umgebung zum Schauen, aber. Mal sehen,
Gut, das bringt ja nichts mehr. Was machst du? Fahr weiter. Sie haben ein Kind, Joe. Haben wir auch. Wir haben doch Platz. Hey! Fahr vorbei, stopp! Tommy. Stopp! Naja, das Problem ist ja, sie wissen nicht, ob die schon infiziert sind. Das ist das Problem. Wir hätten helfen sollen. Das ist jetzt eine freizügige Entscheidung gewesen, die haben nicht ich getroffen. Gestern deppert der Highway natürlich voll. Was zum Teufel los jetzt? Ja, das meine ich. Tommy, scheiße! Ja, ja. Was ist das denn? Was zum Teufel war das? Hast du es gesehen? Sie hat es leider nicht gesehen, aber Gott sei Dank, sagen wir. Wovor rennen die weg? Ja, na, wovor wohl? Oh nein. Wir können hier nicht anhalten, Tommy. Ich kann nicht durch sie durchfahren, Joel. Fahr zurück. Hinter mir sind sie auch. Da, da, da. Festhalten. Fahr. Ja, wird das jetzt nicht bringen. Es war keine andere Möglichkeit da. Ach du heilige Scheiße, Alter. Hey. Zurück, Kleines. Zurück. Ich liebe solche Anfänge. Also. Schnell weg hier. Ich habe keine Lust, so zu krepieren. Ich habe einfach keine Lust, zu krepieren. Ich habe einfach keine Lust zu krepieren. Schon nicht so. Wir müssen jetzt rennen. Halt dich fest. Okay. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir den da nicht verlieren. Er ist tot. Das ist wohl das. Aber dann kommt sowieso ein Akt schon mit den Zähne. Den darf man noch nicht verlieren. Das ist jetzt das, was jetzt die Idee ist. Den darf man jetzt noch nicht verlieren. Den müssen wir dann auch erinnern. Seinen Kollegen da. Den darf man noch nicht verlieren. Die einfach nur mich an, Kleines. Ach du heilige Scheiße. Oh, wo ist er? Ich bin dich heraus. Versprochen. Ihr könnt jetzt alles machen, nur nicht den verlieren. Sonst wird's mehr. Ihr könnt die Leute anrempeln. Aber nur nicht verlieren. Ja, zu schnell ist jetzt auch nicht sein. Verflucht! Wir sind tot! Wir sind fast da! Ja, wir sind fast da, Kleines! Ah, scheiße, wo ist er? Komm schon! Los zum Highway! Los! Du hast Sarah! Ich bin schneller als sie! Wir treffen uns dort! Mach schnell! Ach, hey, wir sind fast da! Ah ja, was ich jetzt sagen möchte, nur laufen. Nur laufen. Nicht einen Stopp machen oder nicht irgendwas. Ist okay, Kleines, wir sind sicher. Hey! Helfen Sie uns! Stopp! Bitte!
Meine Tochter, ich glaube, ihr Bein ist gebrochen. Lass das stehen! Okay. Wir sind nicht krank. Ich habe hier Zivilisten im äußeren Umkreis. Anweisung? Daddy, was ist mit Onkel Tommy? Wir bringen dich in Sicherheit und holen ihn dann, okay? Sir, es ist ein kleines Mädchen. Aber... Ja, Sir. Glauben Sie mir, wir sind gesund, aber wir brauchen Ihre Hilfe. Oh, Scheiße! Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ach, der kommt zu spät. Oh nein. Sarah! Ach, du heilige Pimpam. Ach, das ist echt krass. Hör zu mir, ich weiß es nicht. Alles wird gut, Sarah. Bleib nur wach. Ah. Ich heb dich jetzt hoch. Ich weiß nicht. Ich liebe solche Anfänge. Nein. Komm schon, Sarah, bitte. Ich hasse solche Anfänge. Sarah. Dennis. Scheiße. Kleines, tu mir das nicht an. Tu mir das nicht. Ah, oh, das habe ich jetzt auch nicht so ganz kapiert. Warum? Aber. Scheiße. Bitte nicht. Wahnsinn. Ja, Leute, das war der Anfang. The Last of Us. Die Anzahl der bestätigten Opfer beträgt über 200. Der Gouverneur hat den Notstand ausgerufen. Das war unfassbar. Aber hunderte von Toten lagen auf den Straßen. Panik verbreitet sich weltweit, nachdem laut einem Geheimbericht der Weltgesundheitsorganisation die neuesten Impfversuche gescheitert sind. Mit der Entmachtung der Bürokraten können wir endlich die notwendigen... Los Angeles gehört jetzt ebenfalls zu den Städten, die unter Kriegsrecht stehen. Alle Bewohner müssen sich innerhalb von 72 Stunden bei ihrer Zuständigkeit... Schon seit 3 Tagen in Folge herrschen schwere Unruhen und die Wintervorräte werden immer knapper. Eine Gruppe, die sich selbst Fireflies nennt, übernimmt die Verantwortung für beide Angriffe. Ihre öffentliche Satzung fordert die Rückkehr aller Teile der Regierung. Es kam zu Demonstrationen nach der Hinrichtung von 6 angeblichen Fireflies. Licht. Vertraue auf die Fireflies. Sommer. Sommer. 20 Jahre später. Wahnsinn, wie hat er sich verändert? Sommer. Na, wie war dein Morgen? Auch ein? Nein, für mich nicht. Ich habe interessante Neuigkeiten für dich. Wo warst du, Tess? West End Bezirk. Hey, wir hatten eine Lieferung. Wir hatten eine Lieferung. Tja, du wolltest deine Ruhe, weißt du noch? Dann lass mich mal raten. Es lief total schief und der Kunde hat unsere Pellen. Kommt das in etwa so hin? Es lief alles wie geplant. Die Lebensmittelkarten werden locker für Monate reichen. Und was ist das da? Ich war schon auf dem Rückweg, als mich plötzlich 2 Arschlöcher angegriffen haben, okay? Ja, die beiden haben mich überrascht, aber... keine große Sache. Gib mir das. Leben die Arschlöcher noch? Sehr lustig. Weißt du wenigstens, wer es war? Das waren einfach nur 2 Arschlöcher. Sie sind egal. Was nicht egal ist, ist, dass Robert diese Penner geschickt hat. Unser Robert. Er weiß, dass wir ihn suchen. Er versucht einfach, uns zuvorzukommen. Mistkerl, er ist schlau. Nein. Er ist nicht schlau genug. Ich weiß, wo er sich versteckt. Natürlich weißt du das. Im Lagerhaus in Area 5. Doch wer weiß, wie lange noch. Na, dann gehen wir doch gleich, okay? Von mir aus gern.
Ja, es ist natürlich vieles passiert, wahrscheinlich in den letzten 20 Jahren. Der hat sich sehr stark verändert. Kontrollpunkt 5 ist noch offen. Nur ein paar Stunden bis zur Sperrstunde. Dann sollten wir uns beeilen. Was, ist das dein Ernst? Aber man hätte ja mal hochgehen. Ich wurde für den Arbeitsdienst ausgewählt. Naja, bist du narrisch. Was ist hier passiert? Wahnsinn! Das werde ich Ihnen mal sagen. Inflation. Pur. Achtung! Alle Einwohner müssen stets in der Lage sein, Anweisungen der städtischen Beamten ist Folge zu leisten. Sieh mal da. Es gibt noch keine Lebensmittel. Wahnsinn, ärgerlich. Was ist hier passiert? Auf den Boden! Wahnsinn. Ja, das Nachgehen ist gar nicht so leicht, so hier. Aber. Anscheinend gibt's immer mehr Infizierte. Und umso mehr, die sich wegschleichen. Eine. Irgendwie eine sehr idyllische, sehr mystische, echt krasse. Echt krasse Gegend. Ich habe uns Papiere besorgt. Wir sollten uns keinen Ärger machen. Bleib einfach cool. Echt krasse Gegend. Warte mal, was müssen wir jetzt genau machen? Ausweise bitte. Bitte schön. Ah ja, da müssen wir durchgehen. Was wollt ihr hier? Ich hab heute frei. Ich besuche einen Freund. In Ordnung. Geht weiter. Danke. Verdammte Fireflies. Ah, irgendwie ist mir das Spiel jetzt abgestorben, aber schauen wir mal. Okay, Freunde, wir sehen uns dann gleich wieder. Ciao.